Hallo Gartenfreunde, ich melde mich mal wieder zurück aus dem Garten. Ich war jetzt 4 Wochen nicht da, was anderes zu tun. Ich habe den Garten völlig vernachlässigt. Jetzt gibt es einiges zu tun, ein bisschen Gras zurückschneiden, abernten, für den Winter vorbereiten und so weiter. Ist auch 4 Wochen nicht gegossen worden, jetzt schauen wir mal, was passiert ist in unserem Garten. Wir sind Hackschnitzel präpariert und mit Mikroorganismen besprüht und mit der Rabreda angepflanzt. Jetzt schauen wir mal, wie im Garten meine Abwesenheit gekommen ist. So, ist jetzt unser Garten in der Vollansicht. Es blüht alles wie verrückt. Bei den Nachbarn ist alles kahl, Erde schaut durch. Aber wir machen ja Permakultur. Und von dem her ist es hier immer grün. Auch im Winter. Und so auf den ersten Blick bin ich positiv überrascht. Sieht alles sehr gut aus. Die Sonnenblumen stehen halt noch drin, die sind verblüht. Die muss ich dann abschneiden. Hier alles voll Sonnenblumen. Die sind voll ganz alleine gewachsen in der letzten Saison. Die schneide ich jetzt kurz und klein und lasse es einfach am Boden liegen. Dieses Gewächs hier braucht auch kein Mensch. Sieht vielleicht ganz gut aus, aber schneide ich auch ab. Dann liegt alles voller Kürbisse. Hier, ich habe jetzt nicht extra gegossen in dem Jahr, weil letztes Jahr haben wir 100 Kürbisse oder noch mehr. Die konnte kein Mensch essen und von dem her habe ich mir jetzt das extra Gießen gespart. Hier ist alles mit Hackschnitzel bedeckt. Es wirkt alles gesund. Hier sind die Kohlrüben. Die kann man immer wieder mal vereinzeln. Die wachsen auch sehr gut. Das Wintergemüse. Ich glaube, hier liegen noch Kartoffeln drin. Sollen wir schauen? Müssen wir alles mal abernten jetzt. Ist gar nicht so schlimm wie gedacht. Aber die Sonnenblumen, die müssen weg. Und nächstes Jahr blühen die oder wachsen die wieder von ganz alleine. Das ist eine Zucchini. Liegt einfach rum, abgefressen sogar. Okay. Also an Kürbissen fehlt es hier auf keinen Fall. Ich tue jetzt alle Kürbisse raus, das Kraut abreißen, klein machen und dann ist es auch übersichtlich. Hier überall alles voll. Der Garten braucht mich nicht. So, selbst die Tomaten sind noch lebendig, obwohl die auch kein Wasser gesehen haben seit 4 bis 6 Wochen. Hier sind schwarze Tomaten, das ist eine spezielle Sorte. Naja, ist noch ein bisschen hart. Aber ich das alles mal abreißen jetzt, mitnehmen und auf der Fensterbank fertig reifen lassen. Lauter verschiedene Kürbisse. Es sind auch uralte Sorten dabei. Die Kürbisse wachsen auch in den Tomaten drin, ganz normal. Bei mir zumindest. Rotkraut wächst auch gut, Weißkraut, keinerlei Ungeziefer dran. Servus! Das hier ist mein Komposthaufen, mein neu angelegter mit Pflanzenkohle präparierter Haufen nach Dr. Senf. Das ist ein alter Gärtner gewesen, das ist 60er Jahre. Daneben wächst wunderbar Brennnessel. Das ist der einzige Garten, wo Brennnessel wachsen. Aber wo die Brennnessel sind, ist die Erde in Ordnung. Und die wachsen wunderbar. Und dann kann man zum Saft pressen. Und dann sind für alles Mögliche gut. Die Äpfelbäume hängen randvoll. Die müssen wir auch abernten, die Äpfel einlagern. Ah, ich habe so gut, mir geht die Arbeit nicht aus. Das macht echt zufrieden. Andere sind arbeitslos. Aber meine Maßnahmen haben gegriffen. Also scheinbar bringen diese Mikroorganismen doch was. An diesen Äpfeln ist kein Makel, kein Gammel, nichts zu sehen. Also
Es wird von Jahr zu Jahr besser hier. An Äpfel fehlt es nicht. Okay, meine Brombeeren, die ich ein wenig besser pflegen müssen, das war nix. Das im nächsten Jahr wieder kümmern. Ein Gestell habe ich gebaut letztes Jahr noch, aber egal. Hier wachsen Kartoffeln. Da müssen wir auch mal schauen, müssen wir auch mal langsam abernten. Nur noch das trockene Kraut. Genau, das hier ist, glaub, Meerrettich. Muss ich mal ausgraben. Und das ist mein Komposthaufen vom Vorvorjahr da drunter. Also von mit Schafwolle eingedeckt. Und da habe ich wegen Grasen. Also hier der Kompost aus der Vorvorsaison. Der ist soweit fertig, den werde ich jetzt nächste Woche oder wann, wenn ich soweit bin, freilegen, sieben und aufs Feld bringen. Hier ist der zweite Apfelbaum. Man kann auch sagen, es hängen genug Äpfel dran. Einen Apfelmangel haben wir nicht. Alle schön. Zwar nicht die größten, aber der Baum ist auch schon ein wenig älter. Und die schmecken ganz gut. Da trieft richtig das Wasser raus. Das ist echt. Kriegst du im Laden so nicht zu kaufen. Zierkürbisse braucht kein Mensch. Hier liegt noch eine Zucchini in der Gegend rum. Oder eine Gurke. Das muss man näher anschauen dann. Glück haben, finden wir auch noch eine Melone. Ja, hier zum Beispiel. Oder? Das ist eine Melone. Rotkraut. Nicht zu verachten der Blumenkohl, der ohne irgendein bescheuertes Netz hier drum steht. Und keinerlei Gammel oder irgendwas hat. Kein Ungeziefer. Das ist auch gar nicht legal, was ich hier mache. Das gibt's ja nicht. Alles nur mit natürlichen Mitteln, der schon wieder da steht. Normal muss man den oben zumachen mit den Blättern, dass er weiß bleibt, aber der Boden war so gut und die Bedingungen, dass es dem hier auch so gefällt. Genau. Naja. Kann man sich kaum beschweren. Was gibt's noch zu sehen? Schauen wir mal hinter das Haus, was da los ist. Könnte natürlich alles ordentlicher sein. Aber wenn man Rentner ist und zu zweit, dann sieht die Welt natürlich anders aus. Da kann man sich auch immer beschweren, wenn irgendwo ein Gräschen übersteht. Aber zu viel Zeit habe ich halt nicht. Egal. Hier müsste eigentlich auch Meerrettich wachsen. Hier habe ich ein Schild gesetzt. Ich glaube, das ist Meerrettich. Ja. Genau. Ja, dann müssen wir das Unkraut mal abmachen. Die Trauben sind auch sehr gut gewachsen. Allerdings haben noch viel die Vögel geholt. Aber auch ohne Mehltau gar nichts. Keine Laus, nichts dran. Also. Effektive Mikroorganismen unter der Breda und Urgesteinsmehl und diese ganzen Sachen, die ich in meinen Videos aufgezählt habe, scheinen doch was zu bringen. Ich kann nicht wissen, was passiert, wenn man jeden Tag da ist und den Garten richtig gut pflegt. Da hast du nochmal doppelt so viel Ertrag wahrscheinlich. Okay, jetzt fange ich mal ganz locker an, die Sonnenblumen klein zu schneiden.
schneide jetzt einfach klein und schläg's hin. Da ist die Bodenbedingung für nächstes Jahr. Das verrottet. Da sind noch überhaupt keine Körner mehr drin, es haben alles die Vögel rausgefressen bzw. ist am Boden gefallen. Nächstes Jahr gehen wieder 100 Blumen von selber auf. Also pflegeleicht, keine Arbeit, muss man nicht gießen. Genau das Richtige für mich. So, hier sollen Kartoffeln wachsen. Jetzt schauen wir mal, ob wir was vorfinden. Nur fette Würmer. Also ich habe hier mehr Würmer wie Kartoffeln. Das heißt, sie fühlen sich wohl bei mir. Hier ist
alles voller Würmer. Schlimm. Nie so viele Würmer gesehen auf einem Haufen. Die haben die meine Kartoffeln nicht gefressen. Mittelmäßig, aber macht nichts. Ist auch nicht der beste Platz hier, ist ziemlich schattig. Macht wahrscheinlich auch was aus. Der Boden hat sich schon wesentlich verbessert. Im Vergleich vor 3 Jahren oder so. Ja, als ich anfing, habe ich hier keinen einzigen Regenwurm gesehen. Jetzt ist alles voll. Müssen wir auch wieder eine neue Hackschnitzelschicht drauf machen. Also die Erde ist ganz weich. Wie es sein soll. Das ist immer das Blöde, wenn du Kartoffeln aufspießt. Die Kartoffeln sind abgeerntet. Bester Boden. Jetzt habe ich gleich eine Fläche von meinem Wintergemüse. Das mache ich morgen. Asiasalat, Spinat und sonstiges, was im Winter noch wächst. So ist die heutige Ausbeute. Ich bin ganz zufrieden. Es sind schöne Kartoffeln dabei. Auch ein paar kleine, aber von der Größe her kann man durchaus zufrieden sein. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.